eine Erfolgsgeschichte, wie sie im Buche steht. So kann man wohl My Robot Center am besten beschreiben. Auf eine Idee folgte die Umsetzung und mit viel Energie wurde die Entwicklung vorangetrieben. Zum 5-Jahres-Jubiläum sollte da natürlich eine große Feier her und diese dann auch gleich am neuen Standort. My Robot Center hat am Garnmarkt in Götzis, genauer gesagt im neu errichteten Dorner Areal, seine Pforten geöffnet. Zahlreiche Gäste wurden hierzu eingeladen, um mit dem Team das Jubiläum und die Neueröffnung zu feiern. Das neue Geschäftslokal direkt an der Hauptstraße in Götzis und die großen Büroräumlichkeiten bieten My Robot Center für die Zukunft alle Möglichkeiten, sich weiter zu entwickeln. Der offizielle Teil wurde direkt im neuen Verkaufsraum abgehalten und galt vor allem dem Dank an Freunde, Partner und den Mitarbeitern. Unter den Gästen waren auch der Götzner Bürgermeister Werner Huber, Prisma-Vorstand Bernhard Oelz und noch viele mehr, die allesamt zur Erfolgsgeschichte gratulierten. My Robot Center ist eine tolle Firma, eine junge, dynamische Firma, die innovative Produkte vertreibt, und diese junge Mannschaft, die hier eben präsent ist, macht einen tollen Job. Das freut uns sehr natürlich. Dass der Garmarkt ein gutes Pflaster ist, muss wohl nicht mehr gesagt werden. Von Seiten der Verantwortlichen ist man hier froh um gute und vor allem innovative Partner. Ja, es tut sich was und es tut gut, wenn solche Firmen wie My Robot nach Götzis kommen. Das ist ein Technologie-Highlight, wenn man sich heute da umschaut. Auch die Roboterband, die spielen wird und die heute schon gespielt hat, faszinierend. Und wir freuen uns riesig, dass mein Robot nach Götzis gekommen ist. Nachdem Josef Welte von Prisma noch eine kurze Geschichte über die Entstehung der Zusammenarbeit erzählte, man traf sich beim Friseur und Bürgermeister Werner Huber seine Freude über das neue Geschäft zum Ausdruck brachte, übernahm der Geschäftsführer Christian Sommer das Wort. Ja, sehr geehrte Gäste, liebe Geschäftspartner, Freunde und Mitarbeiter, wir freuen uns sehr, dass Sie alle heute so zahlreich zu unserer Einladung zum 5-jährigen Jubiläum hier am neuen Standort am Garmarkt in Götzis gefolgt sind. 50.000 Roboter in 5 Jahren verkauft, um nur eine Zahl zu nennen. My Robot Center hat sich zu einem Komplettanbieter auf dem Segment der Haushaltsroboter entwickelt. Christian Sommer dankte hier vor allem seinem Team für den unermüdlichen Einsatz. Ein Unternehmen aus Deutschland hat eigentlich auf dem Wirtschaftskammerportal einen Partner für Österreich gesucht. Das war aber ein reines Online-Unternehmen, haben das noch nebenbei betrieben. Schlussendlich haben wir dann aber relativ rasch bemerkt, dass eine große Nachfrage ist, und darum haben wir uns dann entschieden, eine eigene Marke aufzubauen, und My Robot Center ist gegründet worden. Also wir haben 2 Shops, einen in Götzis, einen in Innsbruck, aber der Großteil unseres Umsatzes, ca. 80%, machen wir mit unserem Webshop derzeit in 4 Ländern, also Liechtenstein, Schweiz, Österreich, Deutschland, und bald werden Italien und Frankreich folgen. Nach den Gratulationen kam es dann zum Highlight des Abends. Die Roboterband Compressor Head spielte draußen auf der Bühne auf. Und ja, es sind wirklich Roboter, die auf echten Instrumenten live spielen. Nachdem Compressor Heads dann den letzten Ton gespielt hatten, traf man sich im Flachs auf einen gemütlichen Ausklang des Abends. Alles in allem war die Eröffnung des neuen Standortes am Garmarkt in Götzis also ein voller Erfolg. Das 5-Jahres-Jubiläum wurde gebührend gefeiert und man darf gespannt sein, wie die Erfolgsgeschichte von My Robot Center weitergeht.